Herzlich willkommen zu den Sport 1 News. Bei Werder Bremen geht eine Ära zu Ende, nämlich die von Thorsten Frings. Sein Vertrag wird nicht mehr verlängert. Ich hatte kein Angebot, was ich hätte ablehnen oder annehmen können, weil es keins gab, sagte er der Kreiszeitung Süke. Schauen wir zu den anderen Nachrichten dieses Tages. Hier ist der Überblick. Seifert schießt gegen Löw. DFL-Chef Christian Seifert hat erneut Bundestrainer Joachim Löw kritisiert. Wenn man über Profifußball spreche, dürfe man nicht nur Resultate und Ballkontaktzeiten betrachten, sondern müsse leider auch fragen, wie diese Ergebnisse zustande kommen. Es könne nicht der Weg der Bundesliga sein, wie etwa in Spanien, zwei Clubs hochzurüsten und den Rest der Liga vor die Insolvenz zu stellen, sagte Seifert der Bild. Löw hatte zuletzt bemängelt, dass die Bundesliga im Vergleich mit den europäischen Top-Ligen Spanien und England hinterherhinke. Magath will Misimovic. Der Bosnier Zvezdan Misimovic könnte zur neuen Saison von Dynamo Moskau zurück nach Wolfsburg kommen. Er wollte ja schon letzten Sommer zurück zu Magath nach Schalke. Es sei bekannt, dass man zusammen erfolgreich gewesen sei, so der 28-Jährige. Misimovic hat bereits von 2008 bis 2010 beim VfL unter Vertrag gestanden und mit Magath 2009 die Meisterschaft geholt. Außerdem wäre der Mittelfeldspieler ein potenzieller Nachfolger für Diego, dessen Zukunft weiter ungewiss ist. Rafinha bald Bayer? Die Suche um den angekündigten neuen Außenverteidiger beim Rekordmeister geht weiter. Neuestes Gerücht: Der Brasilianer Rafinha könnte zur neuen Saison für die Bayern sein Bundesliga-Comeback feiern. Der 25-Jährige war bereits in der Vergangenheit mit den Münchnern in Verbindung gebracht worden. Rafinha war im letzten Sommer nach Differenzen mit Felix Magath von Schalke nach Genua gewechselt. Mit Manuel Neuer, Jerome Boateng und Nils Petersen stehen die ersten drei Neuzugänge der Bayern bereits so gut wie fest. Bruchhagen bleibt Vorstandschef. Heribert Bruchhagen wird auch in der zweiten Bundesliga Vorstandschef bei Eintracht Frankfurt bleiben. Der Aufsichtsrat hat sich am Montagabend einstimmig für eine weitere Zusammenarbeit mit dem 62-Jährigen ausgesprochen. Bruchhagens Vertrag bei den Hessen galt zuvor nur für die Bundesliga. Der neue Kontrakt läuft bis Ende Juni 2012. Zudem wurde beschlossen, dass Bruchhagen ein Sportmanager zur Seite gestellt wird. Die Berliner Hertha ist wieder oben auf. Seitdem der Wiederaufstieg feststeht, steht die ganze Hauptstadt Kopf und schwebt auf Wolke 7, inklusive des regierenden Bürgermeisters. Die Hertha nach Zweitligameisterschaft und Aufstieg derzeit wieder total angesagt in Berlin. Natürlich auch beim regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit. Heute ist verkündet worden, dass Hertha neben dem sportlichen Betrieb auch eines der größten Wirtschaftsunternehmen in dieser Stadt ist. Ein Etat von 57,6 Millionen, glaube ich. 30 Millionen Schulden habe ich gelesen. Passt zu Berlin irgendwie. Aber wir wünschen Hertha natürlich einen wirtschaftlichen Erfolg, damit sie auch die Miete pünktlich zahlen kann für das Olympiastadion. Und natürlich die Spielergehälter, das ist auch ganz wichtig. Und auch in der Lage ist, die entsprechenden Einkäufe zu machen. Die Kaderplanungen laufen bereits auf Hochtouren. Lasogga hat bis 2015 verlängert. Thomas Kraft von den Bayern als neue Nummer 1 verpflichtet. Andreas Ottel soll folgen. Konkurrenz belebt eben das Geschäft. Jeder Verstärkung ist natürlich herzlich willkommen, aber ich wünsche von den Neuzugängen, dass die respektieren, was wir geschafft haben und dass die versuchen, wie schnell wie möglich zu integrieren. Integration in ein wohlwollendes Umfeld. Die Hertha bei den Berlinern eine echte Attraktion. Auch für die Bundesliga ein Gewinn. Was das Publikum geleistet hat in der Saison, das ist atemberaubend. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Weil ich denke, es ist nicht selbstverständlich, einen Zweitligisten zu haben, der einen Zuschauerschnitt von über 46.000 hat. Das gemeinsame Ziel zunächst einmal der Klassenerhalt. Auch wenn Hertha-Fan und Mitglied Wowereit bereits von Titeln träumt. Politiker sollen ja Träume haben und Visionen und es liegt jetzt an Hertha, meinen Traum und den Traum von Hunderttausenden in dieser Stadt hier zu erfüllen, dass wir auch wirklich mal den deutschen Meister begrüßen können. Auf dem Weg dorthin ist in der Tat der Pokal zu besichtigen und da können wir auch mit anfangen, geht auch. Träumen muss erlaubt sein. Zumindest steht Wowereits Aufstiegsgeschenk symbolisch für eine Fortsetzung von Herthas Erfolgsstory. Eine Miniatur der Siegesgöttin Nike, in Berlin besser bekannt als die Goldelse auf der Siegessäule. Und das war's schon wieder von den Sport 1 News. Ich sage Tschüss und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.